Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe meine Silikonhand am Start und möchte euch jetzt ein bisschen was zeigen, denn eine Zuschauerin von Instagram hat sich gewünscht, dass ich doch mal ein Video mache, wie ich verschiedene French-Varianten zeige. Und das finde ich ganz cool, weil ich euch einfach so ein paar Sachen zeigen möchte, die ich früher ganz viel gemacht habe. Also die ersten zwei Varianten, so habe ich früher gearbeitet. Und die letzten zwei, die ich euch zeigen möchte, das sind die Techniken, die ich eigentlich aktuell noch arbeite. Über die Jahre verändert sich ja immer viel, neue Techniken, jeder macht was anders und man muss für sich auch einfach gucken, mache ich nur mir die Nägel, mache ich anderen die Nägel, wie lange dauert das eine oder andere und man muss immer ein bisschen abwägen, ist mir das wert und welche Ansprüche habe ich doch einfach selber an mich. Als ich mit Nägel angefangen habe, das ist ja gefühlt 100 Jahre her, da gab es ja auch, es gab zum Beispiel gar kein Covergel, das ist ja schon mal Punkt 1. Es war aber so, zu dem Zeitpunkt hat jeder eckige Nägel getragen und French hatte auch jeder. Also Full Cover, das fand ich damals total befremdlich. Wenn man Gel oder Acryl hatte, dann war es French und man hat sofort gesehen, dass es Kunstnägel waren. Da hat sich in den letzten Jahren natürlich viel verändert. Und damals war es einfach eine Herausforderung, wie mache ich jetzt ein schönes French, wenn ich kein Covergel arbeite, beziehungsweise kein Covergel habe und jemand zum Beispiel kommt, der ist Nagelbeißer oder hat einfach kein schönes Nagelbett. Das war damals halt einfach so, man konnte da nicht groß kaschieren und dann so, ich glaube nach einem Jahr oder so, wo ich Nägel gemacht habe, ging das so richtig los, dass immer mehr Hersteller Covergele gearbeitet haben. Ist heute gar nicht mehr wegzudenken. Gibt es ja in allen möglichen Farben und Viskositäten. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man verschiedene hat und ich liebe das einfach und es wird bei uns im Shop mit der Zeit auch immer mehr Farben geben. Es gibt Covergele, die eher zum Aufstreichen geeignet sind, einfach so ein bisschen als Zwischenschicht und dann gibt es welche, die ihr auch komplett für den Aufbau nehmen könnt, zum Pinschen und ja, dann guckt man einfach, ja, was brauche ich und was mache ich und ja, dementsprechend entscheide ich dann natürlich. Genau, also danke einmal für den Videowunsch. Ihr könnt mir sowas immer gerne schreiben und ich versuche das dann umzusetzen. Ist natürlich dann für mich auch immer eine Inspiration. Wie gesagt, ich arbeite jetzt einfach an der Silikonhand. Ich habe hier solche Tipps gehabt. Die wird es auch irgendwann im Shop geben, denn ich finde, gerade wenn man jetzt on top arbeitet, kann man das an diesen Tipps ganz gut machen. Und ich habe die jetzt nur vorne ein kleines bisschen schmaler gefeilt und dann legen wir los. Wie gesagt, ich arbeite jetzt erstmal die beiden Varianten, wie wir sie früher gearbeitet haben. Und danach die neuen. Das heißt, wenn euch das, was ich früher gemacht habe und jetzt nicht mehr mache, gar nicht interessiert, dann könnt ihr gerne mal ein bisschen weiter vorspulen. Wir legen hier dann einmal los. Ich kann die Finger hier ja auch umbiegen. Das ist ja die bewegliche Silikonhand. Dann kann ich hier gleich ein bisschen besser arbeiten, das Ganze ablegen. Ja, wie gesagt, früher gab es ja kein Covergel. Ich werde jetzt trotzdem mal Covergel aufstreichen auf dem Nagel, damit das jetzt nicht so blass ist, um einfach zu den Nagel so ein bisschen zu imitieren. Die Technik ist die gleiche. Und dann die zweite Variante, da werde ich auch Covergel aufstreichen, denn das ist die, die ich dann so gearbeitet habe, als es eben schon Covergel gab. Ich mache das jetzt einmal schnell, ich streiche das Ganze nur auf, lasse es aushärten und dann komme ich gleich wieder dazu. So, jetzt schiebe ich die Tipps einfach wieder ein bisschen weiter rein. Als ich mit Nägelmachen angefangen habe, war es halt so, es gab nicht nur kein Covergel, sondern es gab auch keine standfesten French-Gele, was man heute kennt, diese Builder-White-Gele, sowas haben wir auch im Shop, sondern es gab halt nur diese flüssigen Varianten, so wie normales Farbgel und damit wurde eben gearbeitet. Und ich zeige euch jetzt die Variante, die ich auch so im Nagelstudio gesehen habe, wie ich das anfangs dann auch immer gemacht habe. Und zwar, wie gesagt, Covergel gab es nicht, man hat den Nagel vorbereitet, das Haftgel aufgetragen und direkt nach dem Haftgel mit dem French weitergemacht. Also das ist die Variante, die ich damals so kannte. Genau, und man hat die Schwitzschicht vom Haftgel natürlich draufgelassen und dann ging es direkt los. Und ich zeige euch jetzt die Technik, die ich dann in dem Studio auch so gesehen habe. Das ging eigentlich relativ zügig, sah auch gar nicht mal so schlecht aus. Und zwar wurde einfach mit einem großen Pinsel das Weiß aufgetragen, großflächig. Deswegen ist es wichtig, dass ihr die Schwitzschicht jetzt auch einmal drauf habt. Ungefähr, dass die Flügelchen seitlich dann gleich sind, dass das sozusagen an beiden Seiten gleich hoch geht. Das sieht jetzt natürlich nicht ordentlich aus, darum geht es auch gar nicht. Und dann nehmt ihr euch einen eckigen Pinsel, einen eckigen, flachen Pinsel. Das geht sicherlich auch mit einem runden Pinsel. Ich gucke jetzt mal, was ich hier nehme. Ich mache mir den jetzt mal so ein bisschen, ja, kann sich der mit Gel so ein bisschen vielleicht anfeuchten. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob ich das noch kann. Und zwar geht man jetzt einfach mit dem Pinsel in das Weiß rein und zieht es sich wieder weg von der Mitte und dann
hochziehen. Also man wischt sich das Ganze praktisch sauber. Dann einmal abwischen. Und es war auch so, dass ich kannte das jetzt auch nicht, dass man eine total dramatische Smileline gearbeitet hat. Das war relativ natürlich gearbeitet, einfach eine leicht lächelnde Smileline. Und das geht mit dieser Technik eigentlich ganz gut. Also seht ihr, ich finde, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Und so richtig Soft White kannte ich damals auch noch nicht. Man hat wirklich so ein ganz normales Weiß manchmal verwendet. Wie gesagt, als das so bei mir losging und dann ging es los mit farbigen French, das waren so die Anfangszeiten. Und dann hat sich das wirklich Schlag auf Schlag ganz extrem entwickelt. Ich weiß, dann ging es los mit Stampen, ganz großes Kino von Konrad. Dann wurde es einfach immer bunter, immer ein bisschen ausgeflippter. So, wie gesagt, das zieht ihr euch jetzt einfach so ein bisschen zurecht. Wenn hier jetzt auf dem Nagelbett was ist, wischt ihr das so ein bisschen runter. Und wenn ihr zufrieden seid, ich korrigiere gleich nochmal ein bisschen nach. Ist immer im Videodreh ist immer schwierig, sauber in der Kamera zu arbeiten. Wie gesagt, immer am besten von der Mitte nach außen, dann hat man das schönste Ergebnis. Und dann lässt man das Ganze aushärten und kann oben drüber dann den Aufbau modellieren. So, ich habe jetzt Aufbaugel aufgetragen, der Nagel wird gleich nur noch befeilt und versiegelt. Ich zeige euch jetzt die zweite Variante. Und ob es Covergel damals schon gab, war eigentlich egal. Cover oder nicht, eigentlich wurscht. Hier habe ich das aber so gemacht, weil ich damals, wo es anfing mit farbigen French, mit Glitzergelen, ich habe so ein bisschen standfestere Glitzergele gehabt. Die konnte man nicht so aufstreichen und da musste ich mir einen Spotty nehmen. Und das hat damals eigentlich wirklich gut geklappt. Das heißt, ich habe auch das Haftgel aufgetragen, aushärten lassen und entweder dann direkt mit dem Gel weitergearbeitet oder als es dann schon Cover gab, einen aufgestrichen, auch die Schwitzschicht draufgelassen und dann habe ich mit dem Spotty gearbeitet. Auch das ist für mich eine Technik, wo man jetzt nicht total die dramatische Smileline arbeitet. Ich habe es mir dann praktisch gemalt. Also wenn man jetzt so ein ganz flüssiges, weißes Farbgel hat, dann finde ich das eher ungeeignet damit. Aber gerade mit so Glitzergelen fand ich das immer ganz gut. Das bedeutet, ich habe mir es immer aufgenommen. Und das Ergebnis fand ich eigentlich auch immer ganz gut und ich fand, das ging für mich auch deutlich schneller als die erste Variante, weil man da doch immer so ein bisschen rumschmiert und wenn der Pinsel dann so ein paar abstehende Haare hat, dann verschmiert man sich das wieder, wenn die Kundin sich bewegt, dann verschmiert man sich das auch und so fand ich es jetzt wirklich ganz gut, ganz sauber. Es ging relativ schnell, man guckt einfach, dass die Smileline an beiden Seiten gleich hochgeht. Das Ende sozusagen. Und auch hier könnte man, wenn man jetzt echt einen Patzer hat, einfach nochmal, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, auch hier einfach nochmal den Pinsel nehmen, den flachen Pinsel und nochmal korrigieren. Aber so ist das eine schnelle Variante, die eben auch gut funktioniert, aushärten lassen. Dann habe ich oben drüber den Aufbau modelliert mit klarem Gel, gefeilt, versiegelt und fertig. So, die nächste Variante ist jetzt halt schon eine von denen, die ich jetzt aktuell noch arbeite und das ist einmal French on top. Das bedeutet, ich habe den Aufbau gearbeitet, ich habe hier jetzt, was habe ich denn verwendet? Ich habe jetzt das Camouflage Gel Golden Glimmer verwendet, das sieht man jetzt nicht, weil der Nagel gefeilt ist. Und das Ganze wird dann, nachdem der Nagel befeilt ist, oben drüber gearbeitet. Der ist jetzt auch trocken, ihr seht es, der Staub wurde entfernt und ich zeige euch das jetzt auch einfach mit dem White Dream, damit man das gut erkennen kann. Und dafür nehme ich einen dünnen Pinsel und ich male es im Prinzip einfach oben drüber. Ich habe das in meinen Online-Kursen auch gezeigt, dass man auch jetzt so einen eckigen Pinsel nehmen kann. Ist auch eine Möglichkeit, dass man die Farbe nimmt und dann das auch oben drüber malt, aber dann schon sorgfältig, dass man es nicht mehr abwischen muss. Weil wenn ihr das auf dem trockenen Nagel macht und dann diese Abwischtechnik wie in der ersten Variante macht, dann bleibt die Farbe in den Rillen hängen. Ist dann nicht so schön und da müsst ihr dann schon sauber arbeiten. Ihr könnt jetzt natürlich einfach freihand das Ganze malen. Manche machen es so, dass sie sich einfach so ein paar Punkte malen, dass sie zum Beispiel sagen, wo die Smileline ungefähr enden soll. Das kann man sich dann einfach mit dem Pinsel jetzt hier oder mit einem Spotty so ein bisschen markieren, damit man ungefähr weiß, wo muss man denn da hinarbeiten. So, ich muss auch mal ein bisschen höher. Wir können es ja mal versuchen, ein bisschen dramatischer zu machen. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Wie gesagt, ihr könnt es jetzt einfach so malen.
Ich habe auch Techniken gesehen, dass manche sich dann jetzt zum Beispiel hier eine Linie ziehen. Und dann auch nochmal schräg runter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Muss für sich einfach gucken, was geht schnell, was dauert jetzt für mich nicht zu lange. So, und so hier schön die Eckpunkte, das ist immer ganz wichtig. Das kann man gerade, wenn man on top arbeitet, auch richtig schön machen. Und dann malt ihr das Ganze im Prinzip erstmal aus. Hier ist es dann eben wichtig, dass die Kundin auch nicht rumzappelt. Das ist dann für mich manchmal der Moment gewesen, wo ich der Kundin auch gesagt habe, sie soll jetzt mal das Quasseln aufhören, wenn sie sich zu stark bewegt hat. Und jetzt kann man das hier im Prinzip einfach so ein bisschen noch ausfüllen. Und dann klappt das ganz gut. Also man hat schon so ein bisschen die Grundform drin und malt es dann einfach nur zu Ende. Wichtig ist, wie gesagt, dass schön hier die Eckpunkte ausgemalt sind. Viele machen es ja auch gerne so, dass man dann auch vorne das freie Nagelende da auch nochmal Farbe drauf macht. Hier auch nochmal die Flügelchen schön ausarbeiten. So, ist jetzt noch nicht ganz perfekt. Man kann das hier, ist so eine kleine Ecke. Jetzt muss man schön vorsichtig arbeiten. Hier nochmal ein bisschen auskorrigieren. Aber das sieht schon ganz gut aus. Wichtig ist es jetzt, dass ihr das Farbgel richtig schön aushärten lasst. Also bitte nicht ja, vor der Zeit rausnehmen. Es wäre jetzt sehr ärgerlich, wenn ihr euch das Ganze beim Versiegeln dann verwischt. Ich hatte dann früher Farben, die dann einfach nicht so richtig ausgehärtet sind. Dann versiegelt man das Ganze und alles ist verschmiert. Das ist dann immer sehr ärgerlich. Was ihr auch machen könnt, ihr kennt ja sicherlich diese Smyline-Schablonen, die habe ich auch im Shop. Das sind so selbstklebende Schablonen, die kennt man auch von früher, gab es auch in der Drogerie. Die kann man gerade in der On-Top-Technik, wenn der Nagel befeilt ist, jetzt einfach draufkleben. Ich habe gerade keine hier, sonst würde ich euch die zeigen. Und ja, dann malt man das Ganze aus und zieht das Ganze zum Schluss einfach ab. Das geht auch. Aber ja, manche haben doch Schwierigkeiten, die Smyline-Schablonen, bis die erstmal gerade kleben und so weiter. Nützt euch auch nichts, wenn die dann schief sind. Aber es ist auch eine Möglichkeit, je nachdem, was für euch leichter ist. Ich finde, so hat es jetzt ganz gut geklappt. Das lassen wir aushärten, versiegeln den Nagel. Wichtig ist, dass ihr kein Farbgel habt, was jetzt zu dick aufträgt. Ihr müsst wirklich dünne Gele nehmen, jetzt nicht ein dickes Glitzergel, denn dann habt ihr eine Stufe im Nagel. Wenn ihr einen Versiegler habt, den ihr ein bisschen dicker auftragen könnt, wie unseren High Gloss Sealer, dann könnt ihr das on top nochmal ein bisschen ausgleichen, diese Kante. Aber grundsätzlich sollte man bei der Variante schon eher Dünnviskose-Gele nehmen. So, kleiner Zwischenstand. Ich habe die Nägel jetzt versiegelt. Und ja, vielleicht fragt ihr euch ja, welche Vorteile, welche Nachteile hat jetzt welche Technik. Also zum einen finde ich hier das mit diesem Wischen, muss ich sagen, kriege ich einfach auch gar nicht mehr so ordentlich hin. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen verwackelt aus. Für mich ist eine Sache, immer wenn man French unten macht, das heißt unterm Aufbau, wir feilen die Nägel dann noch, dann passiert es ganz schnell, dass man sich seitlich ein bisschen was von dem French wegfeilt. Das ist immer ärgerlich. Ich glaube, das kennt jeder noch von früher, der so gearbeitet hat. Das finde ich on top dann immer viel sauberer. Ja, es wird ja nicht mehr gefeilt und es sieht wirklich sehr exakt aus. Was ich auch gut finde, on top ist es so, wenn ihr auffüllt und viele füllen ja auch nur so auf, dass sie vielleicht 10-20% der Altmodellage entfernen, dann hinten das Stück quasi neu vorbereiten, auffüllen, muss man wirklich wenig fräsen. Wenn es hier jetzt so ist, dass die Kundin sagt, ich möchte das jetzt beim nächsten Mal gar nicht mehr haben, dann muss man ganz, ganz tief fräsen, weil das Ganze ja wirklich ganz unten gearbeitet ist. Übrigens, das ist ganz normal hier bei den Fingern, die müsst ihr ein bisschen hochziehen, dann ist der Draht nicht mehr sichtbar. Hier ist natürlich so, on top könnt ihr nicht jedes Farbgel verwenden. Ihr könnt jetzt keinen groben Glitzer nehmen oder so, das geht nicht. Wir kommen jetzt aber, also die könntet ihr dann hier arbeiten, die groben Glitzer, weil ja nochmal Aufbaugel drüber kommt. Aber jetzt kommen wir zur Königsdisziplin, weil hier könnt ihr dann verwenden, was ihr wollt. Ihr habt eine echt wunderbare Smile-Line. Ich zeige euch das auch alles in meinen Schulungen immer ganz genau. Ich finde die Variante sehr, sehr, ja, sehr, sehr gut. Allerdings natürlich für Anfänger auch ein bisschen anspruchsvoller. Aber wenn ihr euch das mit der Zeit aneignet, ist das für mich die schönste Variante. Gerade auch wenn man längere Nägel arbeitet, kann man wirklich eine richtig dramatische Smyline arbeiten. Wir ziehen den Tipp jetzt ein bisschen raus und finde ich einfach nur genial. Also,
Hier ist noch ein bisschen was vom Tipp, das mache ich mal weg. Wir stellen uns vor, dass wir den Nagel vorbereitet haben. Ihr habt ein Haftgel aufgetragen und wir arbeiten jetzt mit Covergel. Es ist eigentlich auch egal, was ihr nehmt. Können jetzt auch mal vielleicht die Permut Glimmergel nehmen. Und da ist es jetzt einfach so, ihr arbeitet im Prinzip mit dem Covergel den Aufbau, aber nur bis zur Smileline. Dann wird die Smileline befeilt und das French Gel wird angedockt. Und ich persönlich liebe diese Technik einfach, weil man da, wenn man das Ganze dann noch ein bisschen nachfeilt, wirklich eine wunderbare Smileline arbeiten kann. Und da ist es wichtig, dass ihr jetzt ein Gel habt, das ihr natürlich dicker arbeiten könnt. Das hier ist jetzt ein sehr helles. Das kommt natürlich durch den hellen Tipp noch mal ein bisschen, jetzt wirkt es noch ein bisschen heller. Die Naturnägel sind ja ein bisschen dunkler. Dann kommt das Gel auch ein bisschen anders raus, aber das ist schon so ein ganz helles mit Perlmutt-Glimmer. Und das Gel zieht sich zum einen schön glatt, wenn ihr mit der Pinselspitze drin arbeitet, aber es verläuft euch auch nicht. Das ist für Anfänger super. Und gerade auch wenn ihr längere Nägel habt, dann braucht ihr das auch. Und ich ziehe mir das jetzt nach vorne und wichtig ist, wie gesagt, das Gel muss schön dick aufgetragen sein. Ich muss mir sozusagen eine Mauer modellieren, an der ich mit der Feile später ansetzen kann. Ich ziehe mir das jetzt mittig recht weit runter, so wie ich es haben möchte und versuche schon ungefähr mit dem Pinsel die Smileline auszuarbeiten. Ihr könnt hier gleich etappenweise arbeiten, also einmal das Ganze anhärten, damit ihr schon so eine Grundform drin habt und dann nochmal mit Cover etwas nacharbeiten. Aber gerade hier so mit der Pinselspitze ziehe ich mir das wirklich richtig schön hoch. Und wir machen gleich mal eine richtig schöne, dramatische Smileline. Ich kann mir das Gel hier jetzt auch schön mit der Pinselspitze glatt ziehen. Gerade wenn ihr Gele habt, die euch auch nicht verlaufen, dann nehmt euch die Zeit zu modellieren. Das ist in der Regel leichter, als hinterher zu feilen. Das ist echt ein bisschen anstrengender. Wichtig ist hier schön bis zum Rand runterarbeiten. Und hier ist es so, ihr könnt es jetzt so machen, wenn ihr so ein paar Patzer habt und sagt, ja, das ist jetzt schon vorne nicht so ordentlich geworden, den Pinsel abwischen, schön flach streichen und dann setzt den vorne an der Spitze ab und könnt hier nochmal entlang arbeiten und das Covergel sozusagen ein bisschen zurückschieben. Das geht ganz gut. Aber wir gleichen das Ganze sowieso nochmal aus, gleich mit der Feile. Wichtig ist halt, dass die Smileline vorne nicht zu flach ausläuft, wenn ihr so von der Seite guckt. Da arbeiten wir gleich nochmal nach. Ich härte das Ganze an, damit mir hier nichts mehr verläuft. Und dann arbeite ich das Ganze noch mal ein bisschen höher. Und anschließend wird das Gel dann einmal ausgehärtet komplett und schon befeilt. Also die Schwitzschicht wird entfernt und dann fangen wir schon an zu feilen. Ich gucke jetzt mal, das sollte reichen. Also wirklich nur anhärten. So, und dann, also wie gesagt, der Aufbau soll bei dem Gel dann auch schon fertig sein. Ich möchte jetzt gar nicht mehr mit klarem Gel über das Cover gehen, sondern den Nagel gleich dick genug arbeiten, dass da kein Gel mehr drüber muss. Das heißt, wenn nachdem ich das farbige French gearbeitet habe, kommt da nur noch mal ein bisschen klares Gel über die Spitze. Und das war's dann auch. So, und wichtig ist es, wie gesagt, jetzt, dass ich mir das Gel an der Smileline, ich muss eine richtige Kante haben, eine Mauer, so erkläre ich das immer in den Schulungen, wo ich dann die Feile ansetzen kann, damit sie mir nicht immer abrutscht. Gucke ich auch von der Seite, da ist der Nagel wirklich jetzt schön hochgearbeitet. Das feile ich mir gleich natürlich noch ein bisschen zurecht. Und das ist so die Variante, die ich einfach total genial finde. Und hier werde ich gleich auch ein bisschen mit Glitzer arbeiten. Das heißt, ihr könnt dann unten drunter das Glitzer immer sehr schön einarbeiten. Wir gehen wieder in die Lampe. Ihr könnt hier bei der Technik im Grunde jedes French Gel nehmen. Jedes Glitzer, denn es wird unten drunter eingearbeitet. Und so, jetzt cleanern wir das Ganze einmal. Und da nehme ich mir am liebsten, das ist so meine Lieblingsnagelfeilenform. Und ich feile erstmal so ein bisschen die Seiten. Und das Gute ist halt wirklich mit der geraden Seite,
kann ich jetzt, ihr seht, ich rutsche nicht ab, weil ich das Cover hoch genug gearbeitet habe. Also schaut mal von der Seite drauf. Ne, das ist hochgearbeitet worden. Und das heißt, ich rutsche mit der Feile nicht ab. So. Das heißt, ich kann jetzt mit der Feile, mit der geraden Seite, das müsst ihr übrigens bei der Silikonhand machen, immer so ein bisschen Druck hier vorne ausüben, damit sich die Tipps nicht zu stark bewegen. Dazu macht euch Svetlana Weiz aber am Donnerstag, heute ist Dienstag, wenn ich euch das Video hochlade, macht sie euch einen Livestream auf meiner Lininate-Seite. Da könnt ihr euch das nochmal genau angucken. Da gibt es euch ganz viele Tipps zur Silikonhand. Und jetzt könnt ihr, wie gesagt, mit der Feile die Smyline richtig scharf ausfeilen. Richtig exakt. Und wenn man das mal gemacht hat, dann sieht man den Unterschied. Gerade mal bei Hochzeitsnägeln oder so, wenn man eine richtig schöne gefeilte Smyline hat, eine richtig dramatische, das macht einfach nochmal den Unterschied. Es sieht total genial aus. Wichtig ist natürlich auch hier, dass die Flügelchen an beiden Seiten gleich hochgehen. Und dann mache ich es auch direkt so, ihr habt ja von der Seite eben gesehen, es war jetzt nicht so ganz gleichmäßig der Aufbau. Das befeile ich in diesem Schritt auch schon direkt. Das heißt, später werde ich ja nur noch klares Gel über die Spitze ziehen. Und da muss ich dann nur noch ganz leicht nachfeilen, aber im Grunde ist der grobe Aufbau dann schon befeilt. So, noch mal ein bisschen gucken, ob es schön gleichmäßig ist, und wenn euch das Ganze dann gefällt, dann können wir gleich mit der Farbe weitermachen. So, jetzt nehme ich mir wieder einen dünnen Pinsel und ein schwarzes Gel und kann dann die Smyline ausarbeiten. Hier ist es jetzt so, bei der Technik, ihr schiebt das Gel nicht nur bis zum Cover sozusagen dran, sondern am Covergel hoch. Das heißt, wir haben uns jetzt diese Kante gearbeitet und an dieser Kante wird die Farbe hochgeschoben. Wenn ihr das nicht macht, dann hat man so eine, ja, wie so einen kleinen grauen Schatten, wenn man zum Beispiel mit der Hand gegens Licht guckt. Wäre jetzt natürlich nicht so tragisch, gibt Schlimmeres auf der Welt, aber um das Ganze noch so ein bisschen schöner und exakter zu haben, wird die Farbe an der Mauer entlang hochgeschoben. Schön die Flügelchen ausarbeiten, das ist immer ganz wichtig. Wenn man sich schon die Mühe macht und das Ganze feilt, dann jetzt bitte nicht die Flügelchen vergessen. Ich ziehe mir das jetzt nur so ein ganz bisschen nach vorne. Ich möchte das Ganze gleich ein bisschen mit Glitzer kombinieren. Ich möchte jetzt nicht die ganze Spitze schwarz haben, sondern nur die Smyline. Habe ich ein bisschen geschmiert, bin ich ein bisschen aufs Cover gekommen. Aber es wäre jetzt auch gar nicht so schlimm, weil ich feile das Ganze ja gleich noch ein bisschen. Dann wäre das weg. Also wenn ihr könntet theoretisch, kann ich euch zeigen, ihr könnt auch hier die Farbe drauf machen. Ich werde ja gleich, wie gesagt, die Spitze noch mal ein bisschen nachfeilen. Und dann ist das auch wieder weg. Lasse ich jetzt ein kleines bisschen nach vorne auslaufen. So, und dann wandert das Ganze gleich hier, ist ein bisschen blass. Dann lasst ihr das Ganze aushärten. Und weil ich gleich loses Glitzer verarbeiten möchte, brauche ich einen klebrigen Untergrund und deswegen, ich habe ja hier vorne an der Spitze jetzt nichts. Da werde ich einfach so ein bisschen, was habe ich hier, Base and Top. Das ist ein Versiegler mit Schwitzschicht. Trage ich jetzt nur so ein bisschen an der Spitze auf. Wie gesagt, ich brauche die klebrige Unterlage gleich. Habe ich das hier gleich mal mitgearbeitet. Und dann machen wir gleich mit dem losen Glitzer weiter. So, ich habe mir jetzt einfach so ein Glitzer genommen und das ist ein Glitzer, was relativ transparent ist.
Gerade wenn man so einzelne Partikelchen hat, das finde ich jetzt ganz cool. Ich tupfe meinen Pinsel jetzt so ein bisschen in Gel, damit er klebt, und dann in meinen Glitzer und setze es hier drauf. Also quasi einfach so ein bisschen in die Schwitzschicht tupfen. Ihr könntet jetzt aber auch noch mal eine Schicht Gel auftragen. Ja, ich glaube, das hätte jetzt auch tatsächlich mehr Sinn gemacht. Einfach jetzt nochmal durchsichtiges Gel auftragen. Ich probiere es jetzt mal so. Aber ich merke schon, das hätte ich jetzt ein bisschen anders machen müssen. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz in die Lampe und werde dann nochmal mit dem durchsichtigen Gel ich ein bisschen was draufstreichen und das quasi ins feuchte Gel einarbeiten. Das habe ich jetzt eigentlich genau falsch gemacht. Das ist dann immer besser, dann habt ihr da mehr Möglichkeiten, die Partikelchen zu setzen. Ich hoffe, das klappt jetzt noch. So, nächster Versuch. Und gerade diese so transparenteren Glitzer, das ist halt so das Schöne, die sehen halt auch immer anders aus, je nach Untergrund. Das heißt, auf dem Schwarz wirken sie jetzt eher grünlich und auf der Spitze sieht man das Rosa dann ganz gut. Also es ist ganz interessant, wenn ihr da so einen Untergrund drauf macht. Und dann lasse ich das Ganze gleich einfach aushärten und trage durchsichtiges Gel, Aufbaugel nur noch auf die Spitze auf, befeile das Ganze und kann den Nagel dann versiegeln. Und so, auf diese Art und Weise, könnt ihr dann wunderbar nochmal grobe Glitzer arbeiten, habt trotzdem eine richtig tolle Smile-Line. Und gleich, wenn der Nagel befeilt ist, werdet ihr sehen, werdet ihr von dem Schwarzen ja nichts mehr sehen. Also wie gesagt, ist nicht schlimm, wenn ihr übermalt. Und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis. So, nach dem Feilen kommt immer der schönste Moment, wenn man das Ganze wieder versiegelt. Ist natürlich jetzt viel Arbeit. Bei kurzen Nägeln muss man sich überlegen, macht das Ganze Sinn oder kann ich da anders arbeiten? Aber gerade wenn ihr sehr lange Nägel macht, ausgefallene Formen und eine schöne Nagelbettverlängerung arbeiten wollt mit Cover, ist das einfach die beste Technik, die ihr machen könnt. Gerade bei langen Nägeln sieht es immer sehr komisch aus, wenn man ein ganz kurzes Nagelbett arbeitet. Da sollte man schon eine optische Nagelbettverlängerung mit Gel arbeiten. Gerade hier, wenn ihr jetzt so drüber geht, wow, da kommt der Effekt immer so schön. Also ich liebe es zum Schluss, nachdem man die Nägel gefeilt hat, einfach zu versiegeln. Da hat man einen richtig coolen Effekt. Und jetzt sieht man auch richtig, jetzt sieht man das Cover richtig schön strahlen. Den Perlmutt-Effekt, man sieht das Glitzer, alles. Also das kommt dann immer so schön raus. Und das Ganze kommt jetzt auch nochmal in die Lampe. So, und hier könnt ihr jetzt nochmal alle sehen. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, dass für euch was dabei war. Wie gesagt, diese Techniken arbeite ich eigentlich gar nicht mehr. Nur noch diese beiden und damit fahre ich wirklich ganz gut. Sicherlich gibt es noch andere Möglichkeiten, gerade hier bei der On-Top-Variante. Aber ja, das sind so die Sachen, wie ich halt arbeite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, der eine oder andere Tipp war von mir dabei. Und ja, lasst mir gerne ein Feedback da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr intensiver lernen wollt, wie man Nägel macht, Gelnägel, Acryl, Nailart, was auch immer, verschiedene Formen, schaut in die Videobeschreibung. Da findet ihr die Academy. Und ich bedanke mich einfach fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!